Dass diese der Markt regelt es schon Freaks eventuell so einen kleinen Aktienfetisch haben, das sollte uns mittlerweile ja allen klar sein. Aber müssen die das wirklich überall ausleben? Sogar bei unserer Rente? Also no King-Shaming an dieser Stelle, aber die Idee, dass sich die Probleme mit unserer Rente easy lösen lassen, indem man zack einfach mal in Aktien investiert, ist nicht nur doof, sondern auch gefährlich. Das Ding ist folgendes, und jetzt wird's ein bisschen technisch, aber gebt mir ein paar Sekunden. In Deutschland gibt es immer mehr alte Leute und immer weniger junge Leute. Das ist deshalb ein Problem, weil die Beiträge hier, die die jungen arbeitenden Leute in die Rentenversicherung einbezahlen, direkt die alten Leute in ihre Rente finanzieren. Und wenn es immer weniger junge Leute gibt, die immer mehr alte Leute direkt finanzieren müssen, dann geht diese Rechnung halt irgendwann nicht mehr auf. Unsere tollen AmpelpolitikerInnen denken jetzt, sie wären Cristiano Finanzo und wollen einen Teil von dem Rentensystem in den Aktienmarkt verlagern. Sie nennen das Ganze Generationenkapital und der Name ist in mehrfacher Hinsicht bescheuert. Erstens, stimmt, das Ganze bringt erst für kommende Generationen was. Die ersten Beiträge davon sollen nämlich erst in 15 Jahren ausgezahlt werden. Das System ist also komplett ungeeignet, die Rentenprobleme im Hier und Jetzt zu lösen. Und der Kapitalpart im Namen? Guter Witz, nach aktuellem Plan sollen sich die Beiträge, die man in die Rentenversicherung einbezahlt, bis 2040 nur um 0,3 Prozentpunkte verringern. Aber das Schlimmste daran ist eigentlich, dass die Ampel ein gesellschaftliches, politisches Problem, wie die Rente im demografischen Wandel quasi aus der Politik heraushebt und in den globalen unsicheren Finanzmarkt reinsteckt. Anstatt dass wir als Gesellschaft gemeinsam das aktuelle Rentensystem verbessern, zum Beispiel dadurch, dass wir alle in das gleiche System einzahlen, also BeamtInnen, FreiberuflerInnen und vor allem PolitikerInnen, verschiebt die Ampelregierung das Problem einfach. Mal ganz abgesehen davon, dass unsere Renten dann eventuell oder sogar wahrscheinlich aus zweifelhaften Investments wie in Waffenkonzernen oder in Immobilien mit ausbeuterisch hohen Mieten stammen würden. Es war mal die Rede von vagen Nachhaltigkeitskriterien, aber die haben es bisher komischerweise in keinen Referentenentwurf geschafft. Vielleicht wurden die ja einfach auf Sylt vergessen.